Nachdem die MIPIM verschoben wurde, ergibt sich für die Aussteller eine neue Situation. So reagieren die Branchenteilnehmer darauf. Also letzte, glaube ich, ist es aufgrund der zahlreichen Absagen und der Kettenreaktion der vergangenen Woche eine vernünftige Entscheidung. Wir hätten jetzt noch ein paar Tage abgewartet, aber wenn unsere Kunden und Geschäftspartner großteils ausbleiben, wären wir wahrscheinlich auch nicht mehr hingefahren. Für Andreas Rieder, Chairman Austria und CEE bei CBRE, ist die Entscheidung von Reed Medium verständlich. Jedoch wird das Umplanen von Events und Restaurants auf Juni sehr mühsam und umfangreich werden. Er plant aber auf jeden Fall am Ersatztermin teilzunehmen. Die Varimpex hätte einen eigenen Stand bei der MIPIM gehabt. Für Christoph Salzer, Senior Vice President von Varimpex, kam die Verschiebung der MIPIM aber nicht überraschend. Das war zu erwarten und ist nun auch eingetreten. Varimpex plant im Juni dabei zu sein. Thomas G. Winkler, CEO der UBM, unterstützt die Verschiebung der MIPIM, die wie die Oscar-Nacht der Immobilienbranche sei. Es macht keinen Sinn, wenn ein paar der größten Stars fehlen. Wir freuen uns auf eine gelungene Messe im Juni mit der gesamten Branche, so Winkler.